Schönen guten Abend, hallo. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schwenninger Wildwings nach der letzten Partie im Jahr 2015 gegen die Kölner Haie. Die anderen Ergebnisse: Augsburger Panther DEG 1:5, Eisbären Berlin, Isel und Wusters 1:2. Der ERC Ingolstadt schlägt die Thomas Sabo Ice Tigers mit 4:1. Grizzlies Wolfsburg, ERC Red Bull München 3:2. Und Krefeld gewinnt gegen die Hamburg Freezers zu Hause mit 3:1. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner Rechten Niklas Sundblatt von Kölner Haie und zu meiner Linken unser Coach Helmut Deraf von zuerst das Gäste. Ja, Glückwunsch Schwenning und Helmut zum Sieg. Von unserer Seite, wir haben gut gekämpft heute, die Jungs. Da war ein gutes Kampf in Zeit. Wir haben genau bei Gameplan gehalten und wir hatten das Spiel und eigentlich Kontrolle mit 3-1. Wir kriegen ein Übersaal, Spiel da. Ich glaube, 4 oder 5 Minuten von Ende und spezifisch sagen, lasst kein Konter gegen uns. Weißt du, das ist schon ein Problem, wir haben. Und was spezifisch eingesagt, trotzdem kriegen wir 2-1 und schießen ein Tor. Ja, und dann nehmen wir auch eine Strafe da dazu. Und ja, und die beiden kosten uns das Spiel. Das ist so. Das ist nicht so. Ich bin zufrieden mit der Kampfzeit und Kampfeinsatz und der Leistung und so. Aber es sind 2 Fehlentscheiden in 2 Minuten, 3 Minuten, da kostet uns die Punkte. So, das tut richtig weh. Wir müssen das schnell lernen. Weißt du, wir können nicht mehr Fehlentscheide machen und oben wollen gehen. Aber wie gesagt, es ist jetzt Feierabend Silvester und gehen wir weiter in das neue Jahr. Dankeschön. Dankeschön, Niklas Sundblatt. Helmut, Glückwunsch zum Sieg. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Wie geht's deiner? Ja, meine ist auch etwas angeschlagen. Ich versuche es rein, um was zusammenzubekommen. Ja, das Spiel selber war vielleicht eines unserer besten Spiele, was wir gespielt haben. Wir haben sehr konzentriert gespielt, eigentlich über 60 Minuten. Es ist immer sehr schwer gegen Köln zu spielen und Chancen herauszuspielen. Das ist eine Mannschaft, die sehr wenig zulässt. Man sieht es nicht nur an dem Gegentor, also wenig Gegentore sie in der ganzen Liga haben. Wir haben versucht, dagegen zu halten, haben für uns wirklich Chancen herausgespielt. Wir haben leider mit 2 Fehlern eigentlich uns selber eigentlich um die Führung und um die Sicherheit im Spiel gebracht. Durch das 3-1 ist so ein bisschen uns dann der Schwung rausgegangen aus dem Spiel. Das Unterzahltor war sicherlich eine Wende. Dadurch sind wir wieder rangekommen, man hat gemerkt, es kam ein neuer Schub und sind dann in die Verlängerung gegangen. Penalty schießen ist immer ein bisschen Glück zu gewinnen. Wir hatten in letzter Zeit nicht oft das Glück und eigentlich heute glücklich, dass wir zum Jahresende dieses Spiel gewonnen haben. Für uns war ein sehr wichtiges Spiel, auch für die Mannschaft, dass sie sich einfach für ihre Leistung und für den Kampf über die gesamte Zeit belohnt und alle eigentlich damit auch zufrieden jetzt in die nächsten Aufgaben gehen können. Danke. Soweit die Kommentare der beiden Trainer. Gibt es Fragen heute Abend von Seiten der Presse? Herr Wittmann? Eine Frage an Herrn Sundblatt. Also Einsatzkampf hat sicherlich gestimmt bei Ihrer Mannschaft. Wenn man aber das Potenzial der Einzelspieler sieht, müsste da nicht spielerisch noch etwas mehr kommen von Ihrer Mannschaft? Wie schützt Sie das ein? Ja, es ist nicht so einfach. Wir kämpfen auch Schwenningen heute. Ich muss sagen, gut gespielt. Wir liegen 1-0 hinter, wir kriegen zurück. Google Hage Jungs, da Tore gemacht, wir kämpfen weiß, wir schießen 2 Tore, wir schießen 3 Tore, das Spiel ist total unter Kontrolle bei 3-1. Weil wir nicht 2 Fehlentscheide machen und wir gewinnen das Spiel, weil wir nicht die Frage kriegen. So, meine Spieler, die kämpfen, wir müssen noch von den Fehlern schnell lernen und von den Fehlern lernen und 3 Punkte jeden Abend holen. So ist der Punkt. Weitere Fragen? Nochmal, Hitmann? Das war jetzt heute ausverkauftes Haus, ich glaube auch der eventuell erste Sieg jetzt vor voller Hütte. Von der Atmosphäre, wie Sie ihn an der Bande, war schon Wahnsinn, nehme ich an, oder? Ja, wenn ich ehrlich bin, an der Bande kriegt man das eigentlich am wenigsten wahrscheinlich mit, das ist, weil man ist auf das Spiel konzentriert und das ging das Spiel auf dem Eis sicherlich mehr mit noch. An der Bande ist das immer so, man dämpft es und man ist so mit dem Spiel konzentriert, dass man es nicht mitbekommt, aber man ist eigentlich ringsherum, auch Leute, mit denen man spricht, sind eigentlich begeistert, was für eine tolle Atmosphäre hier in dem Stadion ist. Das ist immer auch für die Spieler ein Erlebnis hier zu spielen. Und ja, wir freuen uns natürlich heute, dass wir eben vor ausverkauftem Haus dieses Spiel auch gewinnen können. Weitere Fragen? Alles soweit beantwortet. Dann darf ich Niklas Sundblatt seiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg wünschen. Mir bleibt wie immer das letzte Wort im alten Jahr. Ich darf mich für die Unterstützung bei den Fans und Sponsoren 2015 bedanken und freue mich auf 2016. Allen guten Wunsch. Dankeschön.